Mit dieser wunderschönen Musik kann ich euch begrüßen. Es ist nämlich Zeit für ein sehr, sehr interessantes Spiel, nämlich Maus nennt sich das Ganze. Es ist so ein bisschen inspiriert auf, ja, so ein bisschen Disney-Genre, ne? Ihr seht das schon so ein bisschen. Und auch musiktechnisch. Ein sehr, sehr spannendes, interessantes Spiel. Das Ganze, was ihr seht, ist natürlich schon nicht das Final Game. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Natürlich kann sich das natürlich im Laufe der Zeit natürlich noch ändern. Das, was wir gesehen haben auf der Gamescom, ist genauso ähnlich, was wir gesehen haben. Bloß, dass man es auch selber spielen konnte. Ich durfte es nicht spielen, aber das zeigt natürlich, dass das sehr, sehr besonders ist. Ihr seht, die Waffe bewegt sich auch so im klassischen Stil, so wie damals. Also, falls ihr natürlich die Charaktere so ein bisschen kennt und wisst, wo das so ein bisschen eingeordnet ist, dann wisst ihr, ja, in den 20er, 30er Jahren sah das wirklich so aus, ne? Dann lohnt es sich auf jeden Fall mal genauer, sich das Ganze anzuschauen. Und wer jetzt überlegt, warte, dieses Spiel, das muss ich unbedingt haben. Ja, da braucht ihr auch wirklich nicht mehr lange warten. Nämlich mit Maus P4 Hire. Das gibt es ab 2025. Genauen Termin steht da noch nicht ganz genau fest. Aber dieser ganze Style, den ihr hier seht, der wird tatsächlich auch in dem vollwertigen Game und natürlich auch mit der Musik so kommen. Die Musik ist eine Mischung aus aktuellem und auch alter Musik. Also aktuelle Musik, die auf alt getrimmt ist. Und wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Also, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Spiel.